schneiten Märzmorgen. Wir fahren jetzt zur LBM. Nee. Wohin fahren wir dann? Wir fahren zu einer Sexmesse in Dessau. Ja, sag ich doch, zur LBM. Willkommen zum Convi-Log zur Kontaku 2016. Ihre heutigen Moderatoren sind ich, der anonyme Mensch, der absolut nicht miso ungeschminkt ist und so. Und die wundervolle, bezaubernde, einzigartige Sharpay Evans, auch bekannt als Hasi. Also, für alle, die vielleicht nicht wissen, was das hier soll, wir gucken uns die Videos an, die wir aufgenommen haben und labern dazu. Und los geht die wilde Fahrt! Da waren wir gerade am Chemnitzer Bahnhof. Schön sehen wir aus. Vor allem ich. Ja, vor allem du. Deine Haare sind voll unordentlich. Deine Mutter ist voll unordentlich. Wie früh sind wir losgefahren? 8.31 Uhr ging unser Zug. Ging's noch präziser? 8.31 Uhr und 32 Sekunden. Ich kann doch nichts dafür, der fährt immer 31. Wir sind dann über Leipzig gefahren, und über Dessau und danach Bienendorf. Wir sind jetzt in Bienendorf. Wir sind jetzt in Bienendorf. Biendorf hieß das nur. Bienendorf. Zitronenerbin. Ja, es waren insgesamt 3 Stunden Fahrt. Das ist vertretbar. Als ich das erste Mal zu Kontaku gefahren bin, musste ich, glaube ich, 5 Stunden fahren oder so. Ja, bist du von Adorf ausgefahren, ne? Mhm. Oh ja. Ja, bist du 5 Stunden? Ja klar, bis nach Chemnitz brauchst du 2 und dann von hier ab bis dahinter, klar. Ja. Und es war echt scheiß Wetter. Also ich hatte am Freitag echt Angst, dass das Wochenende voll verregnet und arschkalt wird. Mhm. Meinst du, ist bei uns? Nee, ja, auf der Kontaku. Ja. Weil es war ja eigentlich sogar Regen war angesagt. Also ich wusste, dass 24, 25 Grad werden sollen in Magdeburg am Wochenende. Aber als wir losgefahren sind, habe ich gedacht, oh Gott, die machen bestimmt gerade voll... Also überholen ihren Wetterbericht, weil es war halt echt, es hat so ein bisschen genieselt. Mhm. Es war wolkig, es war arschkalt. Es war dunkel. Ich war 2 Tage davor abends noch weg und da waren in Chemnitz 8 Grad. Und ich dachte mir nur so, boah, what? Es war echt kalt, es war auch die Nächte über immer mega, mega kalt. Mhm. Aber es ging, also auf der Kontaku war es dann eigentlich schön kuschelig und es hat auch nicht geregnet. Und ich habe Sonnenbrand gekriegt. Ja. So kuschelig war das da. Oh, voll süß. Iso ist total angepisst darüber, dass das Sachsen-Ticket schon wieder erhöht wurde. 2011, meine erste Con. Für 5 Mann haben wir insgesamt 29 Euro bezahlt. Jetzt zahlen wir für 2 Mann auf ein Sachsen-Ticket 28. Jetzt war ich so angepisst, dass ich einfach mal alles auf Türkisch gestellt habe. Und das Geräusch dazu war auch noch so. Ja, Instagram-Spaß. Essen fotografieren. Machen wir heute YouTube selbst schon. Das ist echt, man ist so drauf getrimmt als Cosplayer, man kommt in Leipzig an und der Kopf ist schon so Messe. Und dann steigt man in der S-Bahn und dann kommt, ja, nächste Station, Halle Messe. Und alles in deinem Kopf geht so, du musst hier aussteigen, du hast dein Cosplay noch nicht fertig an. Und da brennen die Ohren. Aber man merkt immer daran, dass nicht Buchmesse ist, weil die Züge nicht überfüllt sind. Ja, und weil der Messebahnhof einfach mal leer ist. Und, keine vielen bunten Menschen. Nein. Also die 5000 Ninjas. Da hat Dan uns abgeholt. Liebe Grüße nochmal an Dan. Grüße gehen raus an Dan. Und an Dans Arsch. Und an Dans Arsch. Hashtag Dans Arsch. Ja, und was wir auch festgestellt haben, Hasi und ich sind ja in diesem Jahr 5 Jahre zusammen und kennen uns auch seit 5 Jahren. Und bei Dan, also Dan kennen wir beide jetzt auch schon seit 5 Jahren. Er hat uns ja auf der Con, wo wir uns kennengelernt haben, geshootet. Eins, Fälltön. Ich muss mal reinstellen. Das ist die vom Musical, die gibt's nicht zu kaufen. Echt jetzt? Ja. Da. Dann müsste ich dich leider rausschmeißen und töten. Oder erst töten und rausschmeißen. Irgendwie ist das in die Richtung. Töten! Ja. Kuchen backen! Ach, wird das wieder der Butterglaskuchenauflauf vom letzten Mal?
Du kannst dich nicht mehr. Denn er erinnert sich ja nicht mehr. Ja. Oh. Und heute zeigen wir Ihnen bei Kochen mit Miso einen Butterglaskuchenauflauf. So soll es mal später aussehen, hoffen wir. Der Butterglaskuchenauflauf, aha. Kannst du mal den Erbsen mal erstmal weg? Yum, 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 yum. Und wie ist der Kuchen geworden? Na, alles super, bis auf den dritten Guss. Aber ich erinnere mich, dass das auch schon mal so war. Ach ja, und diese komische Auflaufform war kaputt. War alles kaputt. Also nicht kaputt, aber hat halt die Butterfolge auflaufformt und nicht sich einbuttern lassen. Ja, weil dieses schwarze Zeug da dran sich abgelöst hat und dann war es an der Butter dran. Und der Tortenguss, der ist halt komplett zerlaufen, weil eigentlich, also die ganze Geschichte fängt damit an. Und dann haben wir aber gesagt, na okay, es steht eigentlich nicht so im Rezept drin, deswegen lassen wir es. Und haben es halt weggekippt und dann haben wir halt den Kuchen zusammengemehrt und danach haben wir erst, wir machen da Pfirsiche drauf und die sind in der Dose. Und auf der Verpackung von dem Tortenguss stand aber auch nichts drauf. Auf jeden Fall, wir haben es so gemacht, wie es im Rezept stand und es hat nicht funktioniert. So. Ja, und der Tortenguss war halt flüssig und hat den halben Kuchen weggespült. Also beziehungsweise er war irgendwann fest. Ja, am nächsten Tag. Irgendwann. Hübsch bist du, ich mach mal die Tür zu. Kannst schon mal eine Klappe machen. Das ist die langsamste Klappe auf der ganzen Welt. Willkommen zum Convi-Log. Du musst mir gar nicht mehr sagen, dass ich anmoderieren muss. Ich mach das automatisch. Ja, ist schön. Ich muss überhaupt nichts mehr machen. Mach. Willkommen zum Convi.